Hallöchen, hier ist wieder euer Doc und ich begrüße Sie wieder zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Weiter geht's hier bei unserem Krusty Burger. Heute machen wir die Tour. In der letzten Folge hatten wir unseren Krusty Burger gebaut. Jetzt wollen wir uns mal angucken, wie er innen drin geworden ist, ne? Also ich habe mich ein bisschen immer halt nach den Folgen der Simpsons gerichtet, aber auch in unserer echten Welt gibt es einen Krusty Burger Laden und zwar in so einem Vergnügungspark. Und da habe ich mich auch ein bisschen nachgerichtet, wie er so ein bisschen gestaltet wurde, auch von der Menükarte. Denn ich habe alles ein bisschen so übernommen, was auch im Original Krusty Burger so angeboten wird. Manche Sachen sollte man eigentlich kennen, so wie den Krusty Burger oder auch das berühmte Ripwich. Ne, Homer war ja mal ganz verrückt danach, ist ja sogar von Stadt zu Stadt gereist. Sogar ein Typ hat ihnen ein Auto gegeben für, sag ich mal, das letzte Ripwich. Natürlich habe ich auch hier hinten noch den Parkplatz fertig gebaut, so wie ja auch in der Folgen zu sehen ist bei den Simpsons. Auch hier hinten so auf einem schrägen Parkplatz, da habe ich auch gesehen, da stand so ein Auto drauf. Eigentlich baue ich ungern immer Autos, die irgendwie auf einer Schräge stehen, weil Minecraft sieht das immer beschissen aus. Ja gut, habe ich trotzdem mal probiert, ein Auto zu machen, auch wenn man es eigentlich nicht machen sollte, so schräg zu bauen. Ansonsten habe ich bei unserem Krusty Burger nichts mehr draußen verändert. Der sieht eigentlich genauso aus, wie wir ihn noch gebaut hatten. Würde ich mal sagen, gehen wir mal rein. Aber ich werde jetzt hier nebenbei irgendwo, warte mal, ich glaube irgendwo in der Ecke packe ich jetzt noch ein Bild von unserem alten Krusty Burger, wie ich den vor 3 Jahren gebaut habe, um mal zu vergleichen, wie der so ein bisschen sich schon geändert hat. Ne? Also jetzt hier auch mit den neuen Blöcken und alles. Und natürlich zeige ich dir auch ab und an hier so ein Bild, wie, sag ich mal, der Krusty Burger in den Folgen des Simpsons aussieht. Also 2 weitere Bilder werden jetzt hier, sag ich mal, aufploppen. Und es wollte mal wieder einer gegrüßt werden. Sei gegrüßt, herzlich willkommen hier zu Krusty Burger. Ich hoffe, du hast einen leeren Magen und genug Geld in den Taschen, damit du hier auch einkaufen kannst hier. Ja, ansonsten hier vorne jetzt noch, wenn wir jetzt uns noch hier draußen befinden, gehe ich hier einfach mal zur Seite. Da waren ja auch noch ein paar Schilder neben unserem Drive-In. Da habe ich jetzt einfach nur noch Drive-In raufgeschrieben und unten so einen Pfeil hingemacht, der nochmal jeden zeigt. Hier ist der Drive-In. Haha, ja, das ist jetzt hier der Krusty Burger. Jedenfalls da, wo man seine Burger schnabulieren kann. Ja, was gibt's hier zu sagen? Wir haben natürlich hier an der Seite ein paar Sitzgelegenheiten. Ich habe jetzt hier nicht so doll mit Tapete in diesem Laden gearbeitet, wie ich das eigentlich in der ersten Folge gesagt habe. Ich habe hier noch, sage ich mal, bei den Fenstern oben hier noch so den Rahmen mit reingebaut. Unten habe ich es jetzt nicht mehr gemacht, da wäre es mir doch ein bisschen zu doll, wenn ich jetzt hier noch eine Platte unten hinsetzen würde. So, oben fällt es nicht so auf, da geht das Ganze. Und dann hat man hier eine schöne Sitzgelegenheit, ne? Kann hier seine Menüs schnabulieren und dann kann man hier noch aus dem Fenster gucken und die ganzen Raser beobachten, die hier zu Krusty Burger hinfahren. Ja, ansonsten, wer nicht gerne an der Fensterbank sitzt, kann auch gerne mitten im Raum sitzen, hier auf diesen Hockern hier, und dann kann man hier natürlich auch seine Menüs schnabulieren. Ja, ansonsten, was haben wir hier noch? An sich die gleiche Speisekarte wie am Drive-In-Schalter, ne, also kannst du hier genau das gleiche raussuchen, wie man möchte. Und auch hier, sag ich mal, wer es nicht erkennen sollte, das soll hier so ein bisschen Krusty darstellen. Der ist auch bei der Menükarte in der, sag ich mal, in den Folgen zu sehen, dass er darauf abgebildet ist. Ansonsten, wer, sag ich mal, den nicht so gerne sich so ein bisschen darstellen möchte in so einem kleinen Format, kann auch einfach ein Gemälde nehmen. Zum Beispiel haben wir hier so einen Clown auf dem Fahrrad, denke ich mal, oder ein Rad. Und kann ihn damit so ein bisschen darstellen. Ja, bevor wir jetzt uns gleich in die Küche aufmachen, gucken wir uns noch einmal kurz die Toiletten an, wie die hier so ein bisschen in Krusty Burger aussehen. Ja, hier gibt es einen kleinen Vorraum, kennt man vielleicht von Fastfood-Toiletten. Ne? Ich nehme jetzt einfach mal McDonald's als Beispiel. Ne? Die haben ja auch so einen kleinen Vorraum bei den Toiletten und dann kann man aussuchen, wo man hin möchte, zu den Jungs oder zu den Mädels. Ich sag mal, zu den Jungs gehe ich jetzt einfach mal. Ja, Toiletten hier bei Krusty sind relativ modern. Man sieht hier noch die Toiletten mit Schnur zum Spülen. Also hier gibt es keinen Knopf oder so. Also hier muss man auch richtig an der Kette ziehen, damit das Wasser kommt. Ja, denn was haben wir noch hier in der Toilette? Einen kleinen Mülleimer, ne, für Handtücher oder sowas. Und dann haben wir hier noch ein Spiegel. Ja, können wir hier die Toilette sehen. Ne? Unser Spiegelbild gibt es leider nicht, weil in Minecraft ist das vielleicht noch nicht gekommen, dass wir unser eigenes Spiegelbild sehen. Aber so Blöcke und sowas, die spiegeln sich. Naja, ihr kennt das ja. So, dann gehen wir hier mal durch. Hier müsste ich eigentlich noch ein Schild irgendwo hinmachen. Nur Personal, ne? Nicht, dass hier irgendeiner hier durchgeht und sich selber bedient. Ja, wir fangen einfach mal hier gleich vorne an. Hier haben wir den Drive-In-Schalter. Ne? Ich denke mal, hier so mit einem Hebel kann man vielleicht so einen Hörer darstellen, ne? Dass man den, sage ich mal, so nimmt und dann so, hallo, ja, wer ist da? Was möchten Sie? Welches Menü? Oh, ne? Hier halt die Sprechanlage. So, hier steht schon ein Menü. Ich glaube, hier fährt gleich einer vor und holt sich das ab.
Ansonsten, was haben wir noch hier? Sag ich mal, wenn zu viele am Drive-In-Schalter sind, dann kann man die Portionen, die einfach schon bereitstellen, sag ich mal, für die Kunden. Also hier kommt der erste an, das gibt man ihnen dann und dann kann man hier gleich das nächste nehmen, wenn schon ja es fertig gemacht wurde. Ja, ansonsten hier vorne haben wir natürlich den Kassenbereich. Hier oben ist dann die Rückseite von unserer Schildwand. Und ansonsten haben wir, was haben wir hier jetzt noch? So ein paar Automaten. Hier haben wir zum Beispiel einmal den Kaffeeautomat. Ne, drückt man hier auf den Knopf und dann hat man seinen Kaffee. Ja, ansonsten das hier, das ist natürlich die Ablage für die ganzen Menüs, die hinten zubereitet werden. Ne? Und dann haben wir hier noch weitere Getränke. Ne? Ich dachte mir einfach mal Sprite, Buzz Cola, ne? Die Cola bei den Simpsons. Und dann haben wir natürlich noch Fanta. Ne? Kann man ja sich ausdenken, was man möchte, was man hier anbieten möchte. Und unten halt genauso, ne? Dann drückt man den Knopf und zack, haben wir jetzt auf einmal Sprite oder ist den Cola-Fan oder Fanta-Fan, ne? Kann man sich ja hier aussuchen. So, dann gehen wir mal ein bisschen weiter nach hinten. Wir fangen den auch gleich hier an. Hier habe ich mir ein paar Fritteusen hingebaut. Wir haben ja, sag ich mal, solche Monster-Spawner. Kann man ja eigentlich mit ein paar Zauntoren verbinden. Dann macht man noch einen Kessel irgendwie hin. Da habe ich jetzt einfach mal gelbes Wasser reingemacht. Und dann ist das halt wie so eine Fritteuse, ne? Dann kannst du da Pommes reinmachen, tauchst du ein, wird frittiert und dann zack, hast deine Pommes fertig. Ja, dann haben wir hier noch, was haben wir noch? Hier ein paar Grills, ne? Hier kann man dann die Burger zubereiten und wenn sie fertig sind, dann verpackst du sie hier gleich, ne? Hast du ja dann so Papier und eine Packung für das Papier oder sowas, ne? Und dann kannst du die einfach hier vorne reinpacken und dann rutschen die nach vorne, ne? Vorne war ja schon eins, ne? Das sollte so eine kleine Andeutung sein, ne? Dass sie hinten einen reinpacken, der rutscht nach vorne, dann kannst du hier, zack, die Bestellung gleich den Kunden geben. Ja, ansonsten, was haben wir hier noch? Hinten wieder ein Porträt von Krusty den Clown. Ein bisschen Stauraum kann man sich hier immer noch so ein bisschen machen. Und dann, was in einem, sag ich mal, in einer Fastfood-Kette eigentlich gar nicht fehlen sollte, ein Kühlraum, ne, wo man das ganze Fleisch und sowas aufbewahrt. Habe ich hier hinten noch ein bisschen reingequetscht. Ist zwar ein bisschen eng, aber ging noch so gut wie rein. Ja, ein bisschen Eis ist hier, ne? Man sieht, das wird hier schön gekühlt und dann kann man hier sich alles reinpacken, was man braucht. Jo, das ist dann an sich die Küche von hinten ein bisschen und dann gibt es hier noch eine Tür und die führt dann einfach zack. Ja, hinter unseren Krusty Burger, hier natürlich dann zum Drive-In-Menükarte, falls man jetzt, sage ich mal, hier was ändern möchte, ne? Rabatte geben oder die Preise erhöhen möchte, weil jetzt ein bisschen irgendwas knapp geworden ist wie das Ripwich. Aber bei mir gibt es das Ripwich, also wenn ihr herkommt, das Ripwich ist immer noch da. Ja, das ist dann jetzt hier unser Krusty Burger. Eine Filiale, ne, davon könnte man theoretisch überall welche in seiner Welt hinbauen, denn Krusty hat ja an sich ja auch mehrere gehabt. Ansonsten ist er hiermit fertig. Dann heißt es wieder, was bauen wir als nächstes? Ich habe mir schon einen kleinen Kopf gemacht. An sich habe ich jetzt wieder mehrere Sachen schon vorbereitet. Muss ich nur alles aufnehmen. Ich sage nur eins, das nächste Projekt wird jetzt erstmal wieder zum Wasser hingehen. Da waren wir ja schon monatelang nicht mehr. Und da hatte ich eine coole Idee, die ist schon ein bisschen umgesetzt und ja, ich würde mal sagen, in ein paar Tagen kommt da das Video und dann basteln wir wieder am Wasser. Na gut, dann würde ich sagen, stelle ich mich hier wieder vorne vor unseren Krusty Burger Safety hin. Und ihr wisst es ja, wenn ich hier vorne Safety stehe, dann hören wir uns oder sehen uns zur nächsten Folge. Also haust rein und tschüss. Klasse, noch eine Doku, die mich aussehen lässt wie ein Verbrecher. Was ist es dieses Mal? Dass die Stadt in Afrika, die ich unterstütze, nicht existiert? Beweisen Sie es, filmen Sie ganz Afrika.